So. Richtig, in diesem Raum waren wir stehen geblieben. Ja, ach, da waren wir. Ach, ein wunderbarer Raum. Ja, wirklich fantastisch. Oh Mann, ey. Warum tue ich mir das selber an? Okay, ich muss es nicht spielen, das ist das Gute. So, ups, was ist denn jetzt passiert? So, Scheiße. erstmal gucken, auf welchen Slots ich was liegen habe. Okay, auf Slot. Okay, also genug Save States habe ich jedenfalls. Also kann ich Sachen verkacken gehen. Hurra! Sehe ich richtig, dass ich diesen Pilz hier so durch diesen Raum transportieren möchte? Beziehungsweise so. Gut. Also hier fliegen und dann. Nee, möchte ich nicht. Deswegen ist da überall. Da ist überall Boden, damit ich das nicht machen muss. Okay. Ja, Moment. Hab gerade nicht zugehört. Musste gerade hier noch. Okay. Was Hier. hast du gerade gesagt? Ja, ob ich fliegen muss, während ich den Pilz jongliere, aber muss ich nicht. Nö, 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 das musst du nicht. Das hätte ich selber nicht so gut hinbekommen. Deswegen. Also ich Ja, habe das schon also ich wüsste halt, wie getestet. man es macht, ne? Ich Ja, hab's auch ich schon ein auch paar in Mal der gemacht. Theorie, aber. Ich hab's auch schon ein paar Mal gemacht. Na gut, ich nicht. Gibt Schlimmeres, aber. Ah, Flo ist schon da, sehr gut. Hat das Hallo gerade Flo. nochmal extra geschrieben oder hat das schon gesehen? So, das einzige Problem ist, dass ich den Pilz da oben reinkriegen muss. Ja, genau. Ja, für dich ist das alles nicht so ein Problem. Du hast ja auch einen guten Emulator und so. Aber Ah, so ein easy. Conan, der hätte schon ein bisschen damit zu So, jetzt kämpfen gehe ich mit gehabt. Pilz hier rein. Ja, genau. Ist nur so ein Filterding. Ja, dann ist ja alles chillig. Guck mal, wo du jetzt auskommst. Oh. Ach ja, da oben kommt man aus. Das habe ich ja ganz vergessen. Kommt man da eigentlich durch? Ja, habe ich bestimmt ausprobiert. Ja, kommt man durch. Hoffentlich. Ja, ich denke mal. Ich glaube, das habe ich aber getestet. Ich hab nur gerade. Okay, geht. Okay, super. So, und jetzt habe ich einen Pilz hier. Ja. Was bringt mir das? Ich meine, ich hätte mal schon mal einen Pilz hier vorher haben können, ne? Wohlgemerkt. Nee, hättest du, glaube ich, nicht. Doch, doch, ich hab's ja gebraked. Ach so, ja, okay. Unter normalen Umständen natürlich nicht. Ja, Conan, das ist wieder der Hauptraum. Man kommt immer wieder in diesen Raum zurück und macht jedes Mal Warte, soll andere ich einfach hier Aufgaben. das hier machen? Hier, wo ich gerade bin? Ja, genau. Ist das alles? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, also. Es kann sein, dass man den On-Off aktivieren muss. Da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich hoffe nicht. Ich guck mal einmal kurz in die Trello. Ansonsten auf Slot 3 und 4 habe ich extra Saves. Okay, das ist schon mal gut. So, jetzt bin ich hier im Wald. Im Wald. Im Ach, da Wald. bist du schon. Als ob. Moment. Krass, du bist ja schon weiter als ich dachte, so. Habe ich hier einen Poké? Den kann ich da durchlotsen, wenn ich will. Was ich nicht will. Aber wahrscheinlich muss. Und dann kann ich hier unten lang. Okay, ich glaube, das sollte so passen. Ach, jetzt bist du da, Da genau. müsst ihr aber klein sein, um da unten durchzukommen. Das können wir kurz hier machen. Damit ich mich hier ganz Conan-like umschauen kann. Die goldene Beere, vor der muss man niederknien, dann fällt man durch den Boden, ne? Hier bräuchte Ja. ich einen P-Switch. Das erkannt, dass das eine Anspielung auf Martha Surrogate ist.
Und ansonsten ist hier nicht so viel. Ein Yoshi. Ein Pilz. Ein Schlüssel. Da oben. Ja. Da ist ein Turnblock davor. Oder ist da kein Turnblock davor? Nee, ich glaube nicht. Ich hab nichts wirklich erkannt. Kein Turnblock, okay. Nee, ich glaube, es ist nur Holz. Nur Holz. Ja, ist nur Holz. Du willst jetzt nicht wirklich, dass ich den Poké hier einfach lang ziehe, oder? Wo lang? Ja, jetzt nach links und dann nach rechts. Ja, ist schon mal eine interessante Idee. Ist nicht des ganzen Rätsels Lösung, aber sicherlich schon mal ganz unten lang lassen. Ja, ganz unten möchte ich ihn lang machen. Mensch, warum guckst du mal vorausschauen? Das ist blöd. Ja, das hat selbst Conway mitbekommen. Nee, Conway, du darfst natürlich gerne mit Rätseln. Oh, du darfst gerne mit Rätseln. Beim letzten Mal hast du das ja auch gelöst. Ich meine, Conan ist ja nicht dafür bekannt, dass er alle Rätsel im Marsch so schnell sofort löst, deswegen. Deswegen, das war letzte Woche sehr untypisch, aber. Das war sehr schön. Also ab und zu haut der Conan mal einen raus, muss man ja schon so sagen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die untere Reihe die richtige ist, aber es muss ja eigentlich passen. Angesichts der Tatsache, dass es die ist, wo man am längsten wartet, ist es 100% die richtige. Ich habe immer gefast-forwarded, also von daher. Aber das ist relativ scheißegal. Ich spiele ja auch auf doppelter Geschwindigkeit gerade, aber. Ach so. Deswegen sieht das so komisch aus. Okay, gut, hätte ich auch drauf kommen können. Hier läuft übrigens auch keine Custom-Musik in dem Raum. Ah, das ist doof. Das tut mir leid. Das liegt wahrscheinlich daran, weil Dani die Musik immer gemacht hat und ich den Kram gebaut habe, obwohl das noch nicht in der Main-Room war. Ach, guck mal, scheiße, geht gar nicht, wa? Nein, das funktioniert alles. Den Raum habe ich getestet, keine Sorge. Ich habe im Prinzip alle Räume getestet. Ich habe es halt nur nicht im komplett Durchlauf getestet. Das ist so das Hauptding. Ja, bei Indio hast du ja wohl auch jeden Raum einzeln getestet, oder? Nee, das tatsächlich nicht. Nicht mal das, oh je. Kein Wunder, dass es gar nichts funktioniert hat. Ja. Nee, das sollte schon alles funktionieren. Ich hoffe es mal. Es können halt höchstens Probleme entstehen. Halt von Sublevel zu Sublevel, so ein Gedöns. Ja, gar nichts ist ja falsch, ne? Also, bei Nioh hat ja auch bestimmt total viel funktioniert. Muss dann ja, da hat schon was funktioniert. Es war halt nur auch so ein Level, was zu hastig gebaut wurde. Da hätte man noch ein bisschen mehr testen müssen im Prinzip, ja. Das ist schön mit dem Poké da, die Stelle, ne? Absolut scheiße. Ja, wahrscheinlich hast du sogar schon verkackt, ich weiß es gar nicht genau. Warum sollte ich? Ah, oh, hast du mir was vergessen, aber ich guck mal eben. Bin mir selber nicht mehr sicher, wie das funktioniert. Lustigerweise kenne ich die neueren Level, wozu das auch dazu gehört, also die neueren Sublevel, kenne ich bedeutend schlechter als die alten. Die haben sich irgendwie nicht so eingebrannt. Jetzt kenne ich auch einen Raum, da weiß ich gar nicht mehr, wie der funktioniert. Das wird toll. Wieder so. Warst du. Ich meine, ich war schon ein paar Mal unten, Conan, aber der Poké muss sich auch noch in die richtige Richtung bewegen. Ach, so viel ist das tatsächlich gar nicht mehr. Gut. mal hier. Was gab's denn hier nochmal? Das war auf jeden Fall dumm, das weiß ich noch. Interessant. Ah, das war die Kacke. Ah, darauf kommst du nicht. Was hier im Raum gefordert ist, oder was? Ja. Würde mich überraschen.
Ich weiß gerade auch nicht mehr 100%, wie man es wirklich auslöst, also was genau man macht. Habe ich schon verkackt jetzt? Genau das weiß ich eben nicht, das probiere ich gerade zu überprüfen. Ich muss das nochmal zusammenreimen, wie das genau gedacht war. So. Dann könnte ich jetzt hier nochmal den Poké benutzen. Also den P-Switch, den brauchst du auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal essentiell wichtig, genau. Kann ich den P-Switch irgendwo duplizieren? Ich glaube, nein. Wahrscheinlich ist er auch noch getimed. Sei denn, du klippst den irgendwo durch, aber das ist natürlich logischerweise nicht der gedachte Weg. Oh! Kann hier den Poké zweimal treffen. Und dann kann ich hier vielleicht über die Mancha. Ja, sehr gut. Das war auch so gedacht. So, zweimal getroffen und dann kann er jetzt rüber. Der wandelnde Pokékopf. Ja, das ist auf jeden Fall richtig so. So, dann muss man das hier, okay, das checke ich wieder. So, dann hat man den. Ah, das war so. Auf jeden Fall eklig. Die Frage ist, was hat mir das gebracht, hier lang zu gehen? Hier ist eine goldene Beere. Ja. Ich komme aber nicht mehr zurück. Ja, schade. Ja. Oh, wait. Doch. Doch, doch, doch. Wie sehr ist das Level dagegen abgesichert, dass ich mir ein Ziel spawne? Gar nicht. Bitte tu's nicht. Doch, doch, ist abgesichert. Du dürftest nicht links oben in die Ecke kommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das reicht irgendwie nicht. Als Absicherung. Aber wahrscheinlich in dem Level schon, weil man hat nicht so viel zur Verfügung. Ja, ich wüsste nicht, wie du da hoch willst, also. Ja, nee, aber Dings, man könnte ja auch sich das Ziel auf der Zunge spawnen lassen. Indem man gerade den Sprite-Slot, in dem das Ziel spawnen will, auf Yoshis Zunge hat und dann. Ja, das mag sein. Das könnte vielleicht gehen. Ich bin mal kurz weg. So, okay. 10 Sekunden. Okay. Dann probiere ich mal, mir die Lösung hier zu erarbeiten. Oh Mann. Na, Conan, wie gefällt dir das Level bisher? Ist toll, oder? Ist doch richtig schön. Durchdacht und funktioniert zum Glück ja auch tatsächlich. Also, ich meine, was will man mehr, oder? Ich bin echt kein Alleinunterhalter, ey. Hoffentlich kommt der gute Half gleich wieder zurück. Conan, spiel mal wieder Geo. Wieder da. Okay. Ah, da ist er wieder. Sehr gut. Ja, wie gesagt, nicht. So. So. Also. Was ist jetzt mein Plan? Ich möchte jetzt an sich ans Yoshi rankommen, aber ans Yoshi komme ich nur ran, wenn ich den P-Switch drücke im aktuellen Status. Und um an den P-Switch, um den P-Switch optimal zu verwerten, muss ich, absolutes Muss, rechts die Blöcke wegmachen. Aber das heißt, ich muss rechts die Blöcke wegmachen und, Dings. Den links. Ah, du links, hast sie schon gesehen, die Blöcke, schade. Und links das machen. Und aber um rechts an die Blöcke ranzukommen, muss ich klein sein. Aber gleichzeitig sehe ich auch nicht, wozu ich hier den Pilz verwenden könnte. Musst du da wirklich klein sein? Ich weiß es gerade selber nicht genau. Ich sehe nicht, wie ich hier durchkommen soll. Groß. Das sind 5 Mancher. Das ist viel zu lang. Da kannst du nicht heute durchrutschen. Ja, kannst du nicht gegen diese Ecke springen? Ja, bringt nichts. Sind trotzdem 5 Mancher. Okay. Das wäre also entweder das ist der knappste Abfucksprung, den du dir ausdenken konntest, oder ist er nur. Nee, das dürfte eigentlich nicht der krasseste Abfucksprung sein.
bin mir gerade nur nicht sicher, weil du bist ja mit Pilz in das Level reingekommen, ne? Ja. Brauchte man den Pilz? Ich sehe halt nicht, wozu ich ihn jetzt noch gebrauchen kann. Und... Also du kommst da nicht unter den Mannschaften, das geht nicht, ne? Definitiv nicht. Nee, das geht nicht. Okay, dann, ich mein, hier, dann kannst du den Pilz wahrscheinlich verlieren. Ja, keine Chance. Also, dann muss es so sein, dann verliert man den scheinbar. Also, das heißt... Wundert mich gerade ein bisschen, aber das ist dann wahrscheinlich so. Also, was ist jetzt das Problem? Also, am liebsten würde ich diese Bowser-Statue dazu bringen, Feuer zu spucken. Mir ein Feuer geben davon und das dann benutzen, um hier zu Yoshi hochzukommen. Ja, den Glitch verwende ich auch viel zu häufig. Der ist, glaube ich, irgendwie in jedem Level von mir drin. Das Problem ist viel eher, wie komme ich überhaupt an diese Bowser-Statue ran? Wie komme ich von unten an die ran? Ja, das... Vor allem während der Peacewitch läuft. Ja, da gab es eine Möglichkeit. Das war eigentlich clever, aber... Ach, wie war das denn nochmal? Oh Gott, dieses Level, ey. Dieses Sublevel. Ich mach erstmal was ganz anderes, was garantiert falsch ist und... Ja, mach das mal. Drück den Peacewitch und guck mich nach rechts um. Ich weiß wie. Oh Gott, was kommt denn hier? Das ist wunderschön. Darauf freue ich mich. Hoffentlich kommen wir dazu heute noch. Gut, dass Conan und Flo da sind. Was zur Hölle? Geh da mal noch nicht hin. Ah, man sieht eh noch nichts. Was zur Hölle willst du von mir? Sieht man da schon Schrift? Nee, sieht man noch nicht. Nee. Sehr gut. Ey, da ist natürlich keine Schrift. Da ist nichts. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist gar kein Meme-Raum oder so, nein. So, jetzt die Frage, was will ich hier? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß übrigens wieder, wie man an den Bowser kommt. Ah, hat das was mit dem Poké zu tun? Ja. Also willst du, dass ich den Poké hier runterlenke und dann da hochspringe? Ja. Aber wie geht das während der Peacewitch-Zeit? Ich meine, ich krieg den Poké nicht während der Peacewitch-Zeit hier hin. Und wenn der erstmal Feuer spuckt, dann muss ich mir direkt Yoshi holen mit dem Feuer, weil ansonsten hört er ja auf, wieder Feuer zu spucken. Ja, vielleicht hast du falsch rum das Ganze dir gedacht. Es gibt ja zwei Punkte, an denen du Münzen entfernen musst. Ja. Wer sagt denn, dass du das nicht auch andersrum machen kannst? Ja, aber dann kriege ich den Poké ja nicht so schnell hierher. Das ist doch egal. Sobald die Münze weg ist beim Bowser, hast du das Problem nicht mehr und du kommst an die Füße vom Bowser dran. Ach so. Bevor du jetzt dir den scheiß Poké holst, Ich mach einen Peacewitch-Jump hoch. Nein, das ist nicht notwendig. Du kannst, soweit ich weiß, die Münze einfach von oben einsammeln. Hab ich sie jetzt weggemacht? Nö. Du kannst die, soweit ich weiß, einfach von oben einsammeln. Ich kann sie von oben einsammeln. Ja, kann ich. Ja. Dann passt das nämlich auch mit der Zeit. So. Weiß, by the way, gar nicht, ob ich das so rum... Also, ich glaube, ich habe sogar andersrum gespielt, witzigerweise, aber habt ihr gerade die Version empfohlen. So, dann hole ich mir jetzt den Poké. Die mystische Schrift, ja, das ist... Das ist schön. 100% weiß ich ja auch nicht mehr, was da steht, aber... Ich hoffe mal, ich krieg das noch zusammen, die Übersetzung. Müsste machbar sein. Oh Mann, ich schäme mich jetzt schon ein bisschen. Ah, es gäbe so viele neue Sachen, die man hätte einbauen können, aber das Level ist halt auch schon was älter.
zum Beispiel Connens Liebe für diese komische X-Scape oder wie die heißt. Okay. Das ist aber auch schon knapp. Das funktioniert aber, ne? Ja funktioniert. Genau. Ich dachte gerade, das wäre auf einem großen... Nee, wobei der große Mario kann ja genauso hoch, ne? Das macht keinen Unterschied. Nee, der kann einen Block niedriger. Ah, okay. Gut. Ah, Colin, sauber. Du findest die jetzt auch scheiße. Ich war mir nicht sicher, ob du schon zu der Erkenntnis selber gekommen bist. Was hast du denn gegen die Liste, Connor? Die Liste ist doch eine löbliche Sache. Ja, wait. Nur 20 Euro, oder? Waren 10, waren 20, ne? Yoshi kann keine Pokis essen? Nee, aber der kann die auch wegkicken. Cool. Glaube ich zumindest, ja. Ich glaube, wenn man den so tritt, ja genau. Aber die Bowser-Statue kann er essen. Ja, das macht natürlich auch super Sinn. Boah, ja, also... du musst Yoshi groß kriegen. Das ist ja logisch irgendwo. Jetzt ist halt die Frage, womit... Ja, mit der Bowser-Statue 5-mal. Ja, das... Okay, das geht auch. Ich glaube aber, dass das mit die Bären sind nicht genau bemessen, weil ich habe gerade geguckt bei Lunar Magic, es gibt so viele richtige Bären in dem Level, dass ich mich frage, warum eigentlich, weil ich sehe die nur Wendigkeiten nicht. Scheiße. Ah ne, okay, doch, komm ran. Gut, dann habe ich jetzt einen Yoshi. Also 100% verstehe ich das gerade noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dann habe ich jetzt einen Yoshi. Weil das macht keinen Sinn, dass da so viele rote Bären... Ach gut, egal. So, dann kann ich mir jetzt einmal die goldene Bären holen, die beiden. Ja. Oder alternativ erstmal... Den Schlüssel. Den Slötel. Hol ihn dir. Weiß gar nicht, geht das? Ja. Ach ja, mit dem Bowser, so ging das. Da so, haben wir schneller, schon den schneller geschalten als ich. So, sehr gut. Ja, hast du recht, Flo. Die hat ja sogar ihr Kind auf ihrem YouTube-Banner und so. Finde ich richtig schäbig einfach. So, den Schlüssel, den kann ich einfach irgendwo hinkicken und dann... Mit Leuten zu machen, die noch nicht alt genug sind, um sowas selber zu entscheiden, um so Bock drauf haben, das ist echt uncool. Und davon abgesehen sind ihre Videos absolut scheiße. Richtig langweilig. Weiß nicht, wie man sich so einen Dreck angucken kann. Das ist aber sehr subjektiv. Joach, niemals. Subjektivität ist doch nur eine Illusion. So. Dann gehen wir mal den Poké darüber. Das sieht toll aus. Und gehen goldene Beeren fressen. Wobei die beiden goldenen wahrscheinlich zwei pinke sind. Ja. Oh fuck. Emero habe ich tatsächlich noch nicht geguckt. Ich glaube, ich hätte den Schlüssel mitnehmen sollen. Nee, ich glaube, brauchst du nicht. Und wie komme ich hier hoch? Ich glaube, du kannst den Poké da ganz rechts nach rechts holen und dann müsste das reichen. Tut's aber nicht. Nicht? Nö. Da brauchst du auch zwei Segmente vom Poké, geht das? Ja. Dort, das geht, ich hab's getestet. Das geht auf jeden Fall irgendwie, ich weiß nur nicht mehr wie. Tja, ich habe gerade einen Wallclip gekriegt, aber leider einen Block zu tief. Ah, schade. Ah ja, Poké Offscreen kann sein, tatsächlich, dass das die Lösung ist. Ja, Poké Offscreen klingt mir gerade wie eine vernünftigere Variante. Ja, ich glaube, so war das auch. Ich glaube, deswegen ist es auch so gebaut, dass das passt. Ja, das sieht sehr verdächtig aus. Ja, genau. Das ist eigentlich ein kleines, schönes Sublevel. Mit ein bisschen nervigem Poké-Rumgespiele. Alter, dieses Poké-Rumgespiele. Ich glaube, das habe ich dir bereits vor einem Jahr gesagt, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Du hast es schon mal gespielt? Ich habe es mal gesehen, das Level.
Stimmt, du hast gesagt, dass es schön ist, wie ich diesen Walljump-Break abgesichert habe, ohne es bewusst gewollt zu haben. Doch, ich glaube, das habe ich sogar gewollt. Eieiei. Ja, also warum Conan das nicht spielt, ist mir auch ein Rätsel. Ist doch ein schönes Level. Ja, finde ich eigentlich auch. So, ich weiß nicht, wozu ich die roten Beeren brauche. Bestimmt für gar nichts. Ja, das weiß ich exakt auch nicht. Das ist mir gerade selber ein Rätsel. Ich glaube, das ist nur so als Anspielung an das Mata Surrogate Level und zur Verwirrung. Aber hast du denn irgendeinen Plan, was du überhaupt tun sollst? Nö. Ja, das ist schön. Also es ist schon noch richtig so, soweit ich weiß. Als ob. Ja, ich glaube schon. Also ich wüsste gerade nicht, was du hättest anders machen sollen. Was kann ich denn machen? Ja, also darauf kann man eigentlich nicht kommen. Also es ist nichts Unfaires, es ist schon alles legit und so. Es sei denn, du möchtest, dass ich Dings... Was denn? Dadurch Keysurfe. Nein, ach, so ein Quatsch fordere ich nicht. Das wäre aber echt cool. Wobei, ich habe mal irgendwo einen Keysurf gefordert, aber naja. Keysurfen, geil. Die Sache ist, Biok würde das sogar halt einfach machen. Der würde da einfach durch Keysurfen. Wo genau willst du denn überhaupt durch Keysurfen? An welcher Stelle? Durch den ganzen Raum mit dem... Durch den ganzen Bonusraum da hinten. Ach so. Eieiei, das, ginge das? Ich meine, Yoshi kriege ich da nicht rein, deswegen. Ja, das ginge theoretisch, wow. Aber das ist eine ganz schöne Strecke, also nee. Ich glaube, das wird nicht mehr Biop machen. Das sind bestimmt so 15 Screens oder so. Andere Seite könnte ich vielleicht... Allerdings die rüber duplizieren. Ja, viel Spaß. Ja, weil dann gehen Sachen kaputt irgendwie. Die Blöcke, die ja, aktivieren. Ja, das stimmt, komisch. Aber das. Ja, aber das die stimmt. Aktivieren nicht ein paar Screens weiter, ne? Nee. Die aktivieren nur die in der direkten Umgebung so komisch. Wäre aber auch lustig gewesen, tatsächlich. Aber es ist genialer. Ach, das heißt genial, das ist eigentlich. Dämlich, aber es ist anders. Das ist übrigens genau der Bonusraum nachgebaut. Halt bis auf Paletten und... Diese Holzdinger hier zwischen den Blöcken, die werden auch irgendwo irgendwie nirgendwo benutzt, ne? Ja, nur in diesen Bonusdingern. Tu es nicht. Nee, ich tu's nicht. Das ist mir zu dumm. Glaub mir, das ist sehr, sehr lang. Das könnte sogar sein, dass es 1,11 Screens sind. Oh je. Ja, du musst da nichts Besonderes machen, das ist halt die Sache. Das ist halt wie gesagt ein Meme-Raum, aber das wirst du schon auch verstehen. Ich guck mal, gut, dann muss ich jetzt erstmal zurückspulen hier. Wie weit ist denn die Chose hier? Warte mal. Ups. Schöner Löffel oder was auch immer das war. Ja, was tatsächlich. Das ist lustig, dazu kommen wir später. Zu einem Löffel. Okay. Ah, es sind 18 Screens. Also in Hexadezimal. 18 hexadezimale Screens, ja, okay. Oh nein, ach, das kommt ja auch. Oh nein! So, hier habe ich übrigens Conans Hustlitch durchgeführt. Conan kriegt das ja nicht hin. Ganz schön schwierig. Ja, das kommt aber auch auf die Sprite-Slots an, ne? Glaube ich. Ich weiß, klar, aber... So, ich nehme an, es hat was mit der Wolke zu tun. Mit der Wolke? Nee. Nicht mit der Wolke? Nee, das habe ich schon mal gefordert, das wäre langweilig. Aber ich meine, wozu gibt's die goldenen Beeren dann? Tja... Wenn nicht für die Wolke. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Was möchtest du denn überhaupt ins nächste Level mit reinnehmen? Ja, am liebsten eine Feder oder sowas. Kriegst du nicht. Blaues Yoshi. Und eine Shell.
kriegst du nicht. Ein P-Ballon. Wie willst du den bekommen? Keine Ahnung. Das ist weder richtig noch falsch. Tatsächlich. Weil der P-Ballon, der ist ja so, der P-Ballon ist ja so ein gegrabtes Item. Den kann man ja theoretisch mit durch die Tür nehmen, glaube ich. Ja, es ist nicht richtig, aber es ist auch nicht falsch, kann ich dazu sagen. Was? Ich möchte einen gestunten P-Ballon mitnehmen, oder was? Auch nicht. Also, soweit ich weiß, nicht. Nein. Also, die genaue Mechanik dahinter verstehe ich nicht, aber es hat was mit einem P-Ballon zu tun, aber auch irgendwie nicht. Kein P-Ballon. So. Kein physisches Objekt, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, ich erinnere mich an einen Glitch, ganz dunkel. Von dem habe ich schon mal gehört. Ich habe keine Ahnung, also, wie man den triggert. Ich habe keine Ahnung, was das sollte, aber ich erinnere mich ganz dunkel an was. Da war was. Das ist schön, dass du jetzt immerhin schon ungefähr weißt. Da war was. Oh Gott, das war richtig komisch. Also, du aktivierst irgendwie diese komischen Switch-Palace-Blöcke und dann bekommst du einen P-Ballon, ne? Oder ja, das du hast die Physik eines P-Ballons. Ja, so ungefähr. Aber ich weiß nicht, womit man die aktivieren muss mehr. Deswegen habe ich den Bonusraum auch 1:1 so nachgebaut, weil, ja, eben damit so eine Assoziation überhaupt erst gebildet werden kann. Es ist schön, dass du das Video kennst. Woher kenne ich das? Habe ich das irgendwie aus dem SMB Science oder so? Ich weiß es nicht. Nee, das kommt von... Ich weiß nicht mehr genau woher. Aber ich habe so ein paar 5-6 Leute gehabt, die immer solche Glitch-Videos gemacht haben, die ich mir immer angeguckt habe. Ja, wahrscheinlich von Nathan oder so, ne? Nee, das ist... Nee, Nathan nicht. Bekannt. Nathan hat eigentlich gar nicht so viele Videos gemacht, außer seinem Let's Glitch. Nee. Oder halt die neuen. Das ist halt eher so ein Glitch von der Kategorie... unnütz, aber ich habe halt eine Möglichkeit gefunden, das zu verwenden. Ich weiß nicht, wer was man tun muss. Was willst du denn für ein Item in den Raum nehmen? Kommen wir nochmal zu der Frage. Oder vielleicht Conan, Flo, irgendjemand. Ist überhaupt jemand da außer Conan und Flo? Braucht man dafür einen Pilz oder sowas? Nee. Du brauchst ein Item auf jeden Fall, so viel kann ich sagen. Brauche ich irgendein Glitch-Item? Definiere Glitch-Item. Für irgendeins, was man nicht in der Natur finden würde. Also sowas wie ein Schlüssel. Aber Schlüssel, den findet man ja in der Natur, aber... Ach so. So, verstehe, ich war gerade verwirrt. Ja, das ist korrekt. Ein Glitch-Item. Ja. Irgendwas dann? Ja, wie kommst du da jetzt an ein Glitch-Item, ne? Ich muss irgendwas dann wahrscheinlich, weil sonst gibt's ja gar nichts. Ja, viel Glück. Und zum Stunnen brauche ich ein Power-Up. Ja. Dafür gibt's die roten Beeren. Ja, dann zähl die mal. Und zu wenig. Ja. Und irgendwie viel zu wenig. Die dürften auch nicht so positioniert sein, dass man das irgendwie austricksen kann. Sind irgendwie 4 oder so. Also viel zu wenig. Ja, das hatte mich gerade auch erst verwirrt, warum da überhaupt 4 platziert sind, weil das eigentlich komplett unnötig ist, aber wahrscheinlich nur zum Ablenken. Dann brauche ich ein Power-Up, aber was für ein Power-Up will ich denn? Habe ich es verkackt? Nein. Weil ich hatte ja mal einen Pilz. Ja, aber der alleine bringt ja auch nichts. Gut, ja, es gibt auch eine Möglichkeit, Bilingo zu machen, wenn man in dem Moment, in dem man klein wird, die Zunge ausfährt. Ja, genau. Das funktioniert auch, aber ich glaube, da gibt es auch keine wirkliche Möglichkeit, das kannst dich als Mario vom... Also du kannst die Zunge ausstrecken und dich ein... du kannst die Zunge ausstrecken, gleichzeitig abspringen und ein Frame später als Mario getroffen werden, dann löst du trotzdem Bilingo aus. Aber das geht, glaube ich, nur mit Manchern, oder? Nicht mit Gegnern? Nee, das geht mit allen Gegnern. Tatsächlich? Ja. Also, du bist ja von Yoshi abgesprungen, deswegen wirst du normal getroffen. Ah, okay. Interessant. Könntest du das hier theoretisch bewerkstelligen? Mit das dem ist Pilz, nicht die Intended Solution, aber... Selbst mit dem Pilz wahrscheinlich nicht.
Weil ich brauche ja, ich muss ja den Pilz verlieren, um den Pilzwitch ausnutzen ja, zu können. Deswegen glaube ich, glaub, geht's nicht. Relativ abgesichert. Ist nur so ein Gedanke von mir gewesen. Ja. Das wird sogar in einem TAS benutzt, im aktuellen Andy-Person-TAS. Ah, okay. Und da halt mit einem Fisch. Von welchem Hack denn? Von deinem? Nee, von SMW. Ach so, vom S. Ah, okay. Der ganz normale SMW Andy-Person. Ja. Na gut. Na, hat jemand eine Idee? Ich hab gar keine Idee. Conan vielleicht schon. Also es ist auf jeden Fall Bilingua, so viel kann ich sagen. Bilingua? Aber womit? Womit nur? Oh, in dem Frame, in dem die Wolke rauskommt, ne? Ja. Also in dem das Ei gebrütet wird, im Prinzip. Oh Gott, ja. Richtig, da war was. Oh, ist das dumm. Warte, aber ich hab's, glaube ich, trotzdem verkackt. Oder? Nee, ich glaube nicht. Was möchte ich denn sagen? Ich glaube, du hast Ich habe eine nämlich schon gegessen. Ja, das ist ja okay. Bei der zweiten musst du dann die Zunge ausfallen. Dann brauchen wir nur zwei für die pinken. Ja. Muss ich den Pokés dann oder die Bowser-Statue? Ich glaube, die Bowser-Statue kannst du gar nicht auf so traditionellem Wege stunnen. Na, warum? Ich glaube, das funktioniert nicht mit Bilingua. Warum sollte es nicht? Habe ich mal ausprobiert, ist nichts. Ah, das glaube ich nicht funktioniert, aber keine Ahnung. Ich habe natürlich auch nicht so einen Überblick wie du mit Skript und allem. Es geht aber auf jeden Fall nicht um die Bowser-Statue. Also den Poké. Ich meine, den kannst du ja sogar. Oder die Bowser-Statue crasht, glaube ich. Also das geht, glaube ich, nicht. Da kriegt man nichts raus. Okay. Also nichts Verwertbares auf jeden Fall. Die Flamme von der Bowser-Statue. Kann man auch noch stunnen. Das könnte gehen. Ich weiß aber auch nicht, was dabei rauskommt. Ich weiß auch nicht, was rauskommt. Ich weiß nur, dass es gehen würde. Ich habe die Liste nicht mehr parat, also ich hatte die mal abgespeichert, aber keine Ahnung. Ja, mal gucken, also eigentlich müsste das noch funktionieren. Du hast ja den Key, dann hast du den Pokey und halt die Beere. Gut, dann spulen wir mal ein bisschen vor. Einer kann da rein. Ach so, habe ich jetzt erst gelesen mit dem Wolkensprung, meinst du? Nee, ich glaube, das ist okay, dass sie nur am Anfang des Levels kommen. Ganz ehrlich, es wäre mir lieber, wenn du sie einfach alle rausmachen würdest. Selbst wenn ich sie gespielt habe. Ich glaube, zwei, drei mache ich noch raus, tatsächlich. Das war eher so ein bisschen zum, weiß ich auch nicht, als Scherz. Die sind ja nicht essentiell wichtig für den Spielfluss. Im Gegenteil, sie sind essentiell wichtig ja. Für den Spielfluss. Ich weiß. Ja, am Anfang hat das Level halt erstmal so langsam aufbauen müssen. Und jetzt kommen halt so die interessanten. Wobei vorhin war auch schon interessanter. Vorhin vor allem. Letzte Woche war ja auch schon ein so interessanter Raum. Es wechselt sich so ein bisschen ab zwischen Schwachsinn und Puzzles. Und so sollte in Ferie eigentlich auch sein. So ein bisschen back to the roots. Na, kommt Yoshi wieder? Ja, kommt er. Ist ja langweilig. Alles durchplant hier. Ja. Von mir. Und von dir wahrscheinlich auch sehr gut. Ja, ich glaube das schon. Also, der Raum sollte schon fit gehen. Tatsächlich habe ich da öfter was vergessen, wenn ich den selber gespielt habe. Und daran merkt man immer, dass es ein guter Raum ist, wenn man selber vergisst, was man tun muss. Oh, habe ich die Grafiken nicht aktualisiert? Ich bin ja ein Genie. Machst du es dir aber auch kompliziert, so wie du den Schlüssel da positioniert hast? Ach. Aber bei Umdrehen müsste man wahrscheinlich so. Nee, müsste man nicht, wenn man nicht so ungeduldig wäre. Und doch warten, bis der Poké kommt und in der anderen Richtung das machen. Mit der Beere geht das nicht. Nein, das dürfte nicht gehen. Ach genau, wenn man den Boden berührt, ne? So war das, genau, ja. In dem Frame. Ja. Kann man das auch noch mit rauszögern? Ach, das habe ich doch auch mal eingebaut, dass man... Ja, das ist Mata Sokogata. Nee, das mit dem auf dem ersten. Ah, doch, ja, da war das auch, ne? Ja. Da musste man im ersten Frame den wegschmeißen oder so.
Aber ich meinte jetzt, in dem Himmel-Hölle-Level hatte ich das so gemacht, dass man das rauszögern musste, dass Yoshi ein Ei legt und dann immer wieder auf den ersten Frame aufspringen. Das war Martha Sorogata, recht sicher. Nee. Ich meine das mit dem, dass diese Wolke woanders gespawnt wird, also halt weiter nach rechts, wenn man das Power-Up weiter rechts wollte. Da war so eine Passage, wo man auf einen Schlüssel reiten musste. Okay, keine Ahnung mehr. Ja, ist auch schon ein bisschen was her. Okay, jetzt hast du den Foki in dem Raum. Ja, Flo, das ist allerdings wahr. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wie der Glitch ging. Das ist, muss nur die richtige Höhe finden. Mehr steckt da nicht hinter. Was muss ich machen? Ich glaube, es ist die zweite Etage von oben. Zweite Etage von oben. Was muss ich tun? Den einfach so komisch gegen den Block werfen. Ich glaube, mehr war das nicht. Aber man wird einfach zum Piballon Mario, ne? Ja, genau. Also irgendwie, das ist so ein richtig komischer Glitch. Spoilerst du hier aber ganz schön, Mensch. Ganz Überraschungseffekt weg. Ne, ich glaube, du musst einen höher stehen und den dann wieder gegenwerfen. So 100% weiß ich das jetzt gerade auch nicht mehr. Man findet es auf jeden Fall raus durch Trial and Error. Einen höher stehen? Ich meine, das kann man machen, ne? Ja. Oder nee, vielleicht kann man es auch nicht machen, ich weiß gar nicht. Oh, mein Bild ist hier eingefroren. Oh, jetzt sehe ich was. Nee, also, geh mal auf die dritthöchste Etage. Mhm. Doch, ich meine hochwerfen können, das ist schon richtig. Dann war das noch eine höher vielleicht. Ja, dann geh noch mal eine Etage höher. Also du mit Dingens in der Hand. Okay. Also springen, genau, und dann da irgendwo aus. Ja, das ist aber noch nicht. Doch, das ist, glaube ich, der richtige, genau. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Und gleich kommt der Text. Möchtest du gleich mal pausieren, wenn der Text kommt? Es ist so ein komischer Glitch. Der ist richtig komisch. Vaginam, Tuai, Matris, Equivisti. Oh, es ist kindisch. Ja, stopp mal. Genau. Ja, möchtest du das selber übersetzen? Mach mal Pause, bevor der nächste Kram kommt. Die Fotze deiner Mutter stinkt oder so ein Scheiße? Also Fotze deiner Mutter schon mal richtig übersetzt. Aber das Verb ist noch nicht korrekt. Equivisti, das kommt von Equus. Und Equus bedeutet bekanntlich Pferd. Steht also, Nein. Wort. Kannst du das zusammenreiben? Ist das blöd. Wortwörtlich steht da, ich habe die Fotze deiner Mutter geritten. Das ist eine türkische Beleidigung eigentlich und das ist übersetzt ins Lateinische. Also im Türkischen okay. Gibt es so einen Ausdruck, der bedeutet so viel wie... Cocum non habet coleum. Okay, das erste, das war selbsterklärend. Ja. Das bedeutet, Kornen besitzt keinen Hodensack. Was zur Hölle? Ja, das ist ein bisschen dumm. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das entstanden ist. Ich glaube, Alkohol war im Spiel. Ich möchte das eigentlich gar nicht mehr alles übersetzen. Das ist auch schön. Noch dumm. Ganzer Tag versaut, stand da gerade. Und da, das ist das Tollste. Da steht, große Busen, ich möchte den Geschlechtsakt vollziehen. Ja, und irgendwas über die Niederlande. Also, das war eine freie Übersetzung von große Brüste will fucken, falls du es nicht verstanden ja, hast. Ja, okay, das finde ich wieder gut hier. Steht, was ist das holländische Wort für Löffel? Ist das blöd? Aber das ist richtig blöd. Das ist halt nur ein Filler-Raum, weißt du? Da stehen halt so ein paar interessante Zitate. Ah, da kommt ja noch was danach, das hab ich ja ganz vergessen. Ja, zum Beispiel Lepel und Lepel und Lepel und Lepel. Nee, da kommt noch was, da kommt noch was. Ich hoffe, Colin sieht das. Okay, erstmal noch Blocks.
Den On-Off-Block triggern? Vielleicht? So, bin ich jetzt hier richtig? Warte, du hast den Text nicht gelesen. Das stand falscher Fokus in der Inferi-Aufnahme. Ah, ich fand nur Connens Bild so super. Ah, ich hab Spaß. Also okay, jetzt On-Off-Block an oder aus? Ich glaube, ich bin weltweit der Erste, der diese tollen Netzblöcke als Bilderrahmen verwendet. Finde ich ziemlich toll, übrigens. Ja? On-Off-Block an oder aus? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Danke dafür. Probier mal aus. Ich glaube, aus, oder kann auch sein. Ich könnte mir auch zutrauen, dass man den eben nicht auslösen muss. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht.